Die Hobbytheke mit Jan Putz. Herzlich willkommen in lustiger Hobbytheke zum Basteln mit mir, dem Jan Putz. Wie in der letzten Folge angekündigt, wollten wir heute wieder etwas total Sinnloses basteln. Und genau, das ist es auch. Sinnlos. Heute wollten wir es mit Barbecue machen. Ja, Sie haben richtig gehört, geplant war nämlich unser Studio komplett auf Küche umzubauen und hier live was zu brutzeln. Aber wie das Leben so spielt, kam es wieder anders. Denn leider hat der Sterneköchin Barbecue alias Barbara Quambusch für heute im letzten Moment abgesagt, da sie auf einem privaten Konkurrenzsender bei irgendeinem Benefits-Kochidöns mitmacht. Davon lassen wir uns natürlich nicht verunsichern und haben uns sofort nach einem Ersatz umgeschaut. Es handelt sich um den aus Berlin stammenden Langzeitarbeitslosen, aber dennoch hochmotivierten Hobbykoch Martin Eduard Lennartz, dem meist und besser bekannt unter dem Pseudonym Lenny. Mann, ich hab schon wieder eine Brand, ich muss mal eben meine Zunge mit dem kühlen Kölsch benetzen. Ja, na den Prost erstmal. Was soll das denn jetzt hier? Mein Glas, ist da nichts mehr drin? Requisite, was ist denn das? Was ist das für Driss hier? Bring mir mal ein volles Glas. Bis dann mit meinem Bier klappt, stelle ich ihn schon mal meinen Gast vor. Hallo, Lenny. Hey, Jan, du alter Tüftler, wie geht's dir? Danke, gut, und selber? Außer, dass ich immer noch Durst habe, ist alles okay. Die 02 hier sind ja was für einen hohen Zahn. Und auf einem Bein kann man nicht stehen. Moment, dann haben wir gleich. Requisite, noch ein Kölsch für meinen Gast. So, da wir jetzt alles haben, können wir ja anfangen. Na, dann Prost erstmal. Ja, dann Prost erstmal. So, Lenny, was wirst du denn heute für uns zubereiten? Heute gibt es mein Lieblingsgericht, Blumenkohl im Rum-Bierteig. Dafür braucht man ja nicht viel. Alles, was wir brauchen, ist eine Friteuse, ein großer Blumenkohl, etwas Mehl, jede Menge Bier und Strohrum. Na, das klingt recht interessant. Okay, Lenny, dann geh mal in den Kochbereich. Wir haben da schon mal was für dich vorbereitet. Die Friteuse, die sollte man jetzt schon mal auf ein paar hundert Grad vorwärmen, dann schnell den Blumenkohl waschen und natürlich würzen. Ein bisschen Prise Pfeffer, ein bisschen Salz, eine Messerspitze Spekulatiusgewürz. So, und dann kann's auch schon losgehen. Nun schwenken wir den Blumenkohl in unseren Bierteig und dann ab in die Friteuse. So ungefähr 5 Minuten. Das, was ich da jetzt mitbekommen habe, ist ja recht leicht. Ich denke, unsere Zuschauer werden das bestimmt gerne nachkochen wollen. Wenn sie auch den Blumenkohl im Bierteig nachkochen wollen, das Originalrezept bekommen sie über unsere Redaktion. Also Lenny, mir wird im Moment so ein bisschen komisch. Ich hab doch erst ein Kölsch getrunken und hab schon eine in der Krone. Oh ja, das liegt bestimmt an den Dämpfen. Außerdem, sowas Gutes erfordert jahrelanges Training. Da kann nicht jeder mit umgehen. Also, das verstehe ich jetzt gar nicht. Wir haben doch noch gar nichts von dem Blumenkohl gegessen. Das wird wohl so sein. Aber wenn man bedenkt, dass wir den Blumenkohl nicht in Fett, sondern in Rum frittieren, da liegt doch der Gedanke nahe, dass die Dämpfe für deinen Schwindel verantwortlich sind. Ich muss schon sagen, Lenny, du bist ja echt ein Fuchs. Ich hatte mir schon gewundert, wozu du 3 Liter Rum brauchst. So, ich glaube, die 5 Minuten sind um. Und nun müssen wir den Blumenkohl nur noch flambieren. Lenny, meinst du, das ist so eine gute Idee, so nah mit dem Feuerzeug an der Fritteuse rumzuwummeln? Sabbel nicht, Jan. Ich weiß, was ich tue. Ich mach das schon routiniert, Mann. Hab das schon öfter machen wollen. Lenny, was heißt denn? Boah, ein tierischer Blech. Ein tierischer Blech. Oh Mann, da muss ich unbedingt dem Bohrer sagen, dass das gar nicht funktioniert. Meine Damen und Herren, nachdem wir hier jetzt die ganze Küchendeko in diesem Studio fast in der Luft gesprengt haben und auch von dem Studio nicht mehr viel übergeblieben ist, kann ich Ihnen noch nicht sagen, was wir nächstes Mal basteln, beziehungsweise ob wir überhaupt noch mal was basteln können. Auf jeden Fall sind wir am Ende angekommen und wie immer hat mindestens einer einen riesen Spaß an dem Experiment. Heute war es der Lenny. Auch wenn ich es nicht wahrhaben möchte, so möchte ich Ihnen doch sagen, bitte schalten Sie eventuell das nächste Mal wieder ein. Bei unserer kleinen Hobbytheke mit mir, dem Jan Putz.